Willkommen und hereinspaziert. Sabotage der Pipelines. Nord Stream Teil 2. Wie schon hier vermutet, es muss etwas in der Nähe gewesen sein, ein Schiff etc. Ich habe noch so die Frage gestellt. Nun hat sich einiges Interessantes ergeben. In der Nähe war seit längerem die USS Kearsarge. Englische Wikipedia hier, die wundervoll auflistet, wofür, warum, was das Ding alles so kann, was es so mit hat. Und schau an, 2022, und schau an, im Mai, in der Baltischen See, die USS Kearsarge hat am 13. Mai dieses Jahres an einem Basics-Training mit der schwedischen und finnischen Marine in der nördlichen Ostsee teilgenommen. Ja, danach, die Kearsarge ist spezialisiert auf Operationen mit Kampfschwimmen und andere Unterwasseroperationen. Die Schifffahrt also schon längere Zeit offensichtlich unter dem Medienradar in der Ostsee herum und natürlich auch in der Nähe dieser Pipelines. Und die NATO hat erst irgendeinen Testlauf gehabt mit nicht bemannten maritimen Systemen in Portugal, vor Portugal. Beides sicher als ein Zufall. So bitte hier NATO-Seite. NATO exercises with new maritime unmanned systems. Okay. Sieh an, gell? Kann sich auch jeder selber schlau machen. Bitteschön. US Kazakhstan, Muslim Baltic Sea of the Sweden and Finland join NATO. Der Baltischen See. 1. Juni. Bitteschön. Ebenso hier teilgenommen. Neptun-Schild, NATO. Sea Power. Für Portugal. Auch hier war sie dabei. Aber wir dürfen natürlich darauf gespannt sein, wann der Pass von Putin an die Oberfläche geschwemmt wird, damit eine klare Identifizierung des Täters möglich ist. Alles Liebe, Andrea.